So Leute, da bin ich wieder, auch wenn die Aufnahme automatisch gestoppt wurde. Ich glaube, ich mache noch mal ein bisschen Holz. Holz vor die Hütten schadet nie. Wir haben ja hier alles, ne? Aber hier, da liegt das Mikrofon überhaupt nicht mehr. Ich bin ja gerade an meinem Platz, wo ich Holz säge, ob ich es da verloren habe, aber hier liegt es auch nicht. Es kann doch nicht so schwer sein, das zu sehen, aber naja, was soll's, gell? Der Matze, der verliert halt alles. Auf sein Hab und Gut kann man nicht aufpassen genug. Leider, aber ich gehe nochmal hier an die Stelle ab, wo ich auch nochmal war. Finden wir noch was hier? Glaube ich auch eher weniger. Hier sind überall Rehkittel. Rehkittel. Aber sehe ich auch hier nirgendwo was. Aber was ich entdeckt habe, auch falsche Pfifferlinge und Pfifferlinge. Nix. Hier ist leider auch kein Mikrofon. Leider. Ich war bis jetzt hier unten, aber... ein bisschen Schädel rum. Also auf die Stirnschläfe. Immer so. Ja, wie gesagt, ich habe mehr gefunden. Leider. Ne. Kann ich tausendmal abgehen, aber man findet es nicht. Und wenn man irgendwann wieder hier am Lagerplatz ist, dann sieht man es auf einmal. Ist immer so gewesen. Ja. Oh. So, sind wir wieder. So. Auf meinen Rucksack lag es auch nicht drauf. Eventuell gucken könnte. Nee. Leider nicht. Nee. Nix. Wenn wir langsam mal was anfangen zu brutzeln. Ja.
Ja, der Rauch, der zieht ein bisschen hier rein, das ist halt die Scheiße, ne? Aber der Hackklotz gefällt mir. Aber hier an der Stelle werden wir das öfter mal in den Leute der Sonne. Oder was meint ihr? Schreibt es in den Kommentaren, was ihr zu der Stelle sagt. Die ist wirklich sehr, sehr nice. Man muss auch mal ein bisschen weit gehen und nicht immer am Hang anhalten und sich dort vielleicht ein Plätzchen suchen. Weil hier oben ist wirklich eine schöne, geile Lichtung. Kann man nichts sagen. Einwandfrei. Also mir taugt die Lichtung hier. Na? Und es war auch bis jetzt noch keiner da. Oh, so weit will ich jetzt nicht mehr. Ja, ich weiß, ich bin eine Faule, ist okay. So. Jetzt wollte ich schon mit meinem Holster hier anschauen. So. Aber wir können uns ja gleich nochmal ein Käppchen gönnen, Leute. Das System braucht man ja nicht mehr hier, der gute Tank hier. Grüße gehen auch raus an Merlin. Na? Ich habe das auch immer dabei, ständig. Ja. Dann brauche ich nicht zumachen. So, schon haben wir den Tank hier zu. Ne? Eine Sache fehlt noch. Das ist der Topf. Aber den tun wir dann so in den Rucksack. Ne? Wieso geht das nicht mal hier so? Ah, jetzt. Wir nehmen vor allem an hier. Also wie gesagt, Leute, bis jetzt wurde ich mit Feuer noch nie erwischt oder sonst was. Und außerdem ist man immer dabei und achtet darauf. Ein eigener Wald wäre natürlich perfekt. Reichen auch 10.000 Quadratmeter oder 5.000. Na. Wie gesagt, Leute, wenn ihr zuschaut, Förster, etc. Waldbesitzer, Pächter. Wenn ihr für einen Anfänger-YouTuber was da habt, auch wenn es nur 1000 Quadratmeter sind an Wald oder 500 Quadratmeter, schreibt es gerne in den Kommentar, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ich würde mich gerne über einen Wald freuen. In Deutschland ist egal, wo man erreicht das mit Zug, egal. Am besten wäre natürlich Thüringen oder Oberbayern. Ne, in der Heimat, weil ich habe ja zwei Heimate, ne? Und das wäre schon echt geil. So, jetzt lassen wir nochmal anfangen. Nina, schreibt es gerne rein. Würde mich sehr freuen. Gucken wir mal, was wir dabei haben. Achso, hier ist die Hängematte. Ja, Leute, ich habe sogar noch die Hängematte mit eingepackt. Ne? Ich packe alles mit ein, ich weiß. Ich bin ein Ramscher. Ich kann das nicht lassen. Und was ich noch dabei habe, Leute, der
schönes Bett. Ja. Ich hoffe, ihr könnt sehen. Ja. Ja, schönes Wechsel. So Leute, ich komme gleich wieder. So Leute, ihr könnt ja mal um Lager rumgehen. Ups, sorry fürs Wackeln. So. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich auch heute wieder heimgehen. Na. Morgen ist Sonntag. Außerdem. Ja. Obwohl, ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Wie gesagt, hier, das ist die schöne Lichtung. Naja, wie gesagt, ihr werdet es ja sehen, wenn ich dann das Video heute schon hochlade oder morgen. Na. Aber man muss ja nicht immer übernachten. Wie gesagt, es wären Minusgrade und ich habe Probleme mit meinem linken Ohr. Ich kann da immer noch nichts so hören. Nur auf den rechten und ich habe aktuell Schädelweh. Auf der Stirnseite des rechten Auge. Was alles mit dem Ohr und ja, Donnerstag habe ich Termin, HNO-Klinik in Suhl. Da wird alles freigespielt, in Ordnung geguckt und alles. So, das ist mein Lager und ihr solltet immer, wenn ihr unterwegs seid, immer irgendeine Markierung hinhängen, dass euch der Förster sieht. Ne? Weil ihr wollt ja nicht von den Kugeln getroffen, ne? Und der Förster und Jäger, das ist denen ihr Revier und was hier oben passiert in den Wäldern, das ist scheißegal, da kriegt keine Sau mehr danach. So, aktuell die Sonne, herrlich. Ne? Also wie gesagt, passt aber euer, macht euch ein bisschen Markierung hin, wo ihr seid, müsst nichts Großes sein, so wie ich. Ne? So. Das ist meine Tarp-Aufbau-Variante. Hier hinten geht es flach nach unten. Wie gesagt, ich habe das selber, ne? Nicht nach YouTube-Art. Ja. Also, ich finde es geil, die Aufbau-Variante. Bis hinten runterdrehen. Oh, jetzt kommt das Tarnmuster richtig zur Geltung. Ja, hier habe ich irgendwo mein Mikrofon verloren. Ja, das ist die Tarp-Aufbau-Variante von mir. Ne? Ja, und da ist das Markierungszeichen, gell? Also ich finde es geil. Hier hinten richtig schön flach ab. Das wäre es, wenn ich jetzt noch über mein Windstopper-Mikrofon Windstopp drüber stolper. Und das ist die geile Lichtung hier. Und da ist jetzt mitten oben auf dem Regenberg von Thüringen, Zellermelis, wo ich herkomme. Mitten oben drauf, auf die Spitze. Müssen es glaube ich auch so 8 Meter sein. 150, ich weiß es nicht genau. Ich kann mal googeln. So. Da ist, wie gesagt, aktuell das Lager. Ich hoffe, euch gefällt es. Der Tarpaufbau, ja, hier ist ein bisschen gerissen, wie ihr seht. Ne? Und jetzt geht es etwas an Gemüt. Ah, jetzt gibt es was fürs Herz. Was so Fresschen machen. Ne? Ah, da freut sich auch ein Arbeitskollege, der Schumi. Gute Besserung auch an dir, Schumi. Du alter Spanfußtreter. Ja. Ich muss glaube ich gleich einen neuen Akku reinsetzen, weil macht glaube ich schlapp. Ja. Also bei mir die Zuschauer, also feiern meine Fressvideos. Was ich auch natürlich feiere, gell? So.
Ich weiß gar nicht, ob ich mein Besteck dabei habe, aber wenn nicht, esse ich halt Messer und Messer. So, Leute, schaut mal. Leute, hä? Ist das was? Was war das jetzt? Aber erstmal muss ich einen zwischen. Bevor ich dann auch wieder abbaue. Aktuell 14.17 Uhr. So, Prost auf euch, ne? Dass ein bisschen der Rucksack leichter wird. Oh, geil. Prost. Ja. So, was haben wir denn zuerst rein? Ich habe leider aktuell keine Gewürze mit, aber ich esse gerne so. Na? Ich habe aber, glaube ich, irgendwo noch Kokosbutter dabei. Müsste ich mal gucken. Und ein Momento. So, irgendwo müssen wir die Kokosbutter dabei haben. Ich hab's anscheinend nicht dabei. Ich hab nur einen Sauerei dabei. Kenne mich doch gar nicht. Nee. Nur die Sauerei. Guck mal, muss ich hier. So. Ich tu mal schnell mal Akku wechseln von der Kamera. Ich komme gleich wieder. So, bin wieder hier. Leider habe ich die Dings nicht gefunden, das Fett, das Kokosfett. Habe ich anscheinend auch wieder daheim gelassen. Man kennt mich. Aber ich bin mir wirklich sicher, dass ich alles mitgenommen habe. Wirklich sicher. Weil ich habe sogar Ingwer mit. Ja, was denn jetzt? So oder so?
bisschen mal trockene Holzsticks dazu tun. Hier nochmal spalten. Wie gesagt, Leute, ich hoffe, die Aufnahmen. Oh, meine Schädel. Wenn ich meine Stirn hochziehe. Alter. Das zieht sich. Das zieht sich zusammen ohne. Oh. Es ist hart wie Stein. Also, da ist kein Fake hier zum. Dass ich so rumheule. Ihr wisst nicht, was das für Scheißzerrungen sind. Scheint es wieder zu laufen, Leute. Ja. So, Milch schon mal einschicken. Schön im Becksbier, schön kochen. Sehr nice. Aber mich ärgert es immer noch, den Windschutz verloren zu haben. Meine Fresse. Mann. Sowas von ärgerlich, sage ich euch. Aber es hilft. Man sollte besser Acht aufgeben, ne? So, wenn der schön köchelt, werden wir schon mal langsam hier Ordnung schaffen. Na, für den Heimweg. Weil ich habe beschlossen, doch heimzugehen, weil meine Stirn, die bringt mich noch um. Auch wenn viele sagen, mi. Na, ist nicht zu spaßen. Oh, hier kreist ein schöner Fuß ab. So. So. Den Henkel lassen wir noch mal hier.
dann auch schaut mit den Rauch. Meine Tarfaufbauvariante. So, den Tangria-Kocher noch einpacken. Das haben wir mal eingepackt. Genau, ich habe Hängematte dabei, könnte auch eine Hängematte sein. Aber wie ihr schon gehört kriegt von mir, ich bin nicht so eine Hängematte, aber ich chill hier mit Hängematten. Das auf jeden Fall. Ja. Mal nach meinem Essen gucken. Nicht, dass es verkocht. So. Ich habe aktuell das Besteck nicht dabei. Scheiße. Aber jetzt lassen wir uns erstmal gut gehen. Na. Und das Fleisch kann man hier ruhig zerfleddern. Das macht nichts. Und ich habe das heute bei Netto geholt. Schön Schweinefleisch hier. Oder Rindfleisch war das, glaube ich sogar. Weiß jetzt nicht mehr. Egal. Hauptsache es mundet ein. Ne? Leute. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir mal das Essen tun. Haben wir gleich noch ein paar Würstchen da. So was von mundig hier. Auch wenn kein Gewürz dran ist, mir macht das nichts aus. Ja, das Gewürz ist das Bier. Ne? Aber ich hätte einen Vorgang. Ich hätte was mitten eingepackt. Leute, ich komme nicht zurück. Ich muss nochmal schauen. Das triggert mich. Nee. Doch nicht. Ein Satz mit X, das war der Munition. Nein. Na gut. Dann eventuell beim nächsten Mal. Oder habe ich das in den Hängematten beunelt?
Ja. Ich sag's euch, ich hab's mit dabei. Ich hab's. Ja. Jawohl. Und ab geht die Luzi. Und hier sind die Kerzen, die ich meine, ne? Ja. Oh, und jetzt läuft's. Alter. Das wird ein schönes Fressle, Leute. Ich sag's euch. Geht's raus in der Natur. Schmeckt als Essen noch viel intensiver. Schön ordentlich Schmalz drauf, Kokosschmalz. Ah, herrlich. Meine Herren. Aber ich habe mein Mischdeck nicht dabei diesmal. Diesmal wirklich. Ja, sonst hatte ich immer noch eine Seitentasche. So, Grüße gehen auch raus an Gerhard, an Weidler. Ja, an Backpacker, wählen wir das? Mhm. An Atze, an Buschpiraten, an Fritz Meininger und an die anderen. Ja. Richtiges Genuss. Erotisches Verlangen hier. Und die Leute unten im Tal werden sich wundern, wo der Geruch herkommt. Wie gesagt, ich werde heute nur eine Tagestour machen, weil sonst müssen wir noch mehr Hölzer vorbereiten. Noch mehr Sticks, aber der Haufen, der wird langsam weniger. Und aber ich hoffe, es gefällt euch so, auch wenn ich nur Stoß laber oder mich vorsichtig dahin laber. Hauptsache, ihr genießt das. Ja. Ja, dann schaut das mal an. Hä? Oh. Wir sind zwar noch keine Launa. Schaut mal, ne? Schon schön. Ja. Ja.
bisschen zerflennern hier. Wir sind hier im Busch, im Thüringer Busch hier und nicht in der Küche von Mama hier. Ja, muss ja alles akkurat durcheinander geschnitten sein, ne? Oh, geil. Ups. Kommst du jetzt? Die Flugzeuge fliegen wieder, aber vereinzelt. Ist immer schön, wo die hinfliegen, zu träumen. Das mag ich gern. Geil. Wollt ihr auch was? Au. Ups. Sehr lecker. Sehr schmackhaft. Sehr, sehr bekömmlich.